Hallöchen Gibt es und Frauen in herzlich eurem willkommen Orden? zurück zu Nun ja. Diablo 3. Nein. Sollten die Templer nicht jeden zulassen, der das Böse zu bekämpfen wünscht? Wir sind in der Krypta Eine in der ersten interessante gewesen. Idee. Ich werde sie den Oberen unterbreiten. Wir sind in der ersten Krypta gewesen, um den Gegenstand da zum Öffnen der Brücke oder dass wir da reinkommen zu finden. Und da haben wir es letztes Mal aufgehört und jetzt gehen wir hier raus und verschwinden dann, gehen und suchen die nächste Krypta. Da ich ja neu geladen habe, müsste da Hanne mit M ja alles dunkel sein. Das heißt, rechts oder links müsste die sein. Die werden wir schon finden. Eines jetzt noch vorweg, da ich momentan ziemlich viel Stress von der Arbeit her habe und sonstiges, ist es mir nicht möglich, so viele Dinge auf einmal zu tun. Also das heißt, zwei Let's Plays. Aus dem Grunde werde ich für eine kurze Zeit das Let's Play hier unterbrechen. Von Haben nicht Diablo. genug Arkankraft. Und ich gehe mal davor aus, dass ich so 2 bis 3 Wochen wieder starten werde. Aber bis dahin unterbreche ich das erstmal vorerst. So, und jetzt aber zurück zu dem Spiel hier. War das alles? Ja, das war alles. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann nicht mehr tragen. Da müssen wir doch noch mal ganz schnell zu unserem Erdbuddler. In dem Fall, was man mit solchen Gegenständen macht, die kann man nämlich bei dem vorbeibringen. Ich habe ein paar Brandneue. Hab das letzte Mal, als ich unter der Erde war, ein paar interessante Sachen gefunden. Du solltest sie dir mal ansehen. Mache ich bei Gelegenheit, mache ich. Aber du könntest mir auch irgendwann mal was anderes erzählen. So, was haben wir denn eigentlich hier Schönes hier gefunden? Wir haben Ringli gefunden, Ringli. Mehr Gold, 4 Leben pro getöteten. Ja, wir haben A2 Platz und ich jetzt sage, die tun wir vorerst einmal da rein. Und da haben wir einen Bogen, wo man nicht brauchen. Ein Hösli. Ein Hösli. Ein Hösli. Babutsch. Paar Schuhe. Na. Sollen wir die Hose anziehen? Aber dann würde uns das andere da fehlen. Nö, die. Lassen wir mal weg. Das machen wir mal nicht. Ja? So. Zack, 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 zack. So. Hallo Deckard. Und jetzt kommt da rein. Und jetzt verschwinden wir mal ganz schnell wieder dorthin, wo wir waren. Weil dahinter blinkt's. Ne, jetzt kommt er her. Das sind ja die zweite Krypta. Die wollen wir ja machen. Ruhe. Erdbeben. Hoffentlich bricht es nicht unter uns. Ich habe nicht genug Arkankraft. Bei allem, was heilig ist, sehen Sie den Fall da drüben? Ja, ich sehe ihn. Der ist jetzt hier. Auch Arkankraft. Tschüss. Von diesem Gasthaus, das ihr eröffnen wollt. Die Welt ist so gefährlich. Jeder braucht einen friedlichen, sicheren Ort für Ruhe und Erholung. Eine Wegstation auf seinen Reisen. Ihr solltet selbst für eure Sicherheit sorgen. Und das werde ich auch. Hui. Ah, komm, die sieht schicker aus. Haben wir auch ein Ringli wieder bekommen. +1 bis 2 Schade.
Das Gold vergessen wir mal, das brauchen wir nicht. Das tun wir da rein. So. Zwei Schade sind immer gut. Zwei Schade. Dann kriege ich die mehr auf die Ome. Halt. Alaric sagt, dass unser Volk die bevorstehende Schlacht überleben kann. Aber ich habe die Wahrheit in seinen Augen ablesen können. Warum hat er mir aufgetragen, das Fanal der Ehre zu bewachen? Diese schlürfenden Ungeheuer schlachten dort oben meine Leute ab. Und ich kann nichts tun, um es zu verhindern. Ja, deswegen sind wir da, wir verhindern alles. Ich habe nicht genug Arkankraft. Halt, hier lang will er mal. Alles Fujikako. So, in diese Richtung müssen wir gehen, damit wir kommen zu der Brücke. Hallo. Hallo. Oh, da war jemand. Ja. Geht's jetzt hier lang? Dort. Über diesen Wäldern hängt ein Mantel uralter Verderbnis. Ja. Der Tempel steht euch offen. Tretet ein und besiegt die Wächter im Inneren. Auch wenn sie meine Brüder sind, werden sie euch dennoch nach dem Leben trachten. Tja. Haben wir ein Problem? Ich kann Ihnen keine Vorwürfe für die Ausübung ihrer Pflichten machen. Die Bauweise. Ein Prophet, ein Prophet. Komm her, oh, der hat was im Fuß. Niemand mit Herz aller Heils. Auch der Arkan. Erhebt euch, meine Brüder, erhebt euch und kämpft. Ein oh. Standhaft! Sie dürfen nicht weiter vordringen! Warum nicht? Stärker? Eure Stärke kann sich mit der unserer stärksten Helden messen. Was denkt ihr nun, was ihr seid? Ihr betretet nun unser größtes Heiligtum. Jo. Der Geist spricht wahr. Dies war ein guter Ort. Ich kann es fühlen. Der edle Held hat sich bis hierher durchgekämpft, nur um zu sterben. Magda,
Und wen hast du da mitgebracht? Adrias Tochter? Ich spüre Macht in ihr. Aber das spielt keine Rolle. Deine Mutter wird schon bald dein Schicksal teilen, meine Kleine. Das Bruchstück gehört mir. Tränkt diesen Tempel mit ihrem Blut! Was meinte sie damit? Meine Mutter wird mein Schicksal teilen. Könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? Sie will euch nur quälen. Schenkt ihr keine Beachtung. Und was ist die Macht in euch, von der sie sprach? Dieser Kampf war zu leicht. Sie spielt mit uns. Der Weltenstein wurde verändert. Unsere Kinder kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonin Nereza versprach, ihre Macht wiederherzustellen. Doch hat sie sie stattdessen in missgestaltete Geschöpfe verwandelt und sie gegen uns in den Krieg geschickt. Vielleicht sterben wir, aber nicht, bevor wir sie zurück in die brennenden Höllen geschickt haben. Okay. Und jetzt nach Tristham. Die Toten werden wieder ruhen, wenn sie uns begegnen. Und da sind wir. Wir waren Magda nur einen Schritt voraus, aber jetzt haben wir das zweite Stück des Schwertes. Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Das muss Wertham sein. Ah, brillant, liebe Lea. Lasst euch vom Fährmann übersetzen. Okay, Fährmann übersetzen. Gehen wir aber vorher bei unserem Freund vorbei, der wo so gerne in der Erde buddelt. Hallo, Butler. Ich habe geschuftet wie ein Irrer, damit ich dir diese feinen Waren anbieten kann. Danke. Ich habe tschüss. Ein paar neue Sachen ausgegraben. Tschüss, zum Fährmann. Gehen wir Schiffle fahren. Ja, ja, ich habe heute ein paar neue Waren. Ich habe nachgedacht. Das kann ich einfach nicht. Er hat nachgedacht. Über was hat er nachgedacht? Über sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Halt, da war der Fährmann. Ich muss die Fähre nach Wertham nehmen. Ich werde euch übersetzen. Aber seht euch vor, aus dem Dorf steigt Rauch auf. Tja. Ups, ging das schnell. Sie zerstören die Stadt. Flieht, solange ihr noch könnt. Bei allem, was heilig ist. Denen, die sich der Macht des dunklen Zirkels widersetzen. Na, willst du mich verarschen? Du musst das machen. Oh, fuck. Was ich sage. So. Wow. Erkundungsköcher. Das sieht man gar nicht, die hat sich im Baum versteckt. Ich habe nicht genug Arkankraft. Ja, ist doch gut. Ganz ruhig. Helft mir! Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Wir müssen zu ihnen. Lauft nicht weg! Das würde euren Tod bedeuten! Oh, Level up, wir sind Level 12. Zerschmettern. Narren! Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten! Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt in Schutt und Asche legen! Ich habe nicht genug Arkankraft. Oh. Da kommt etwas. Oh. Sind wir mal alle da.
gerettet. Wir schulden euch unser Leben. Nur? Was tust du denn? Ich suche das Heft eines Schwertes, das vom Himmel gefallen ist. Es leuchtet mit mächtiger Magie. Wisst ihr etwas davon? Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Kommt mit! Ich habe Virgil zurückgelassen, um es zu bewachen. Wir sind froh, es loszuwerden. Ich gehe zurück nach Tristram, um zu sehen, wie es Onkel Deckard geht. Tu das. Wir gehen so lange in den Keller. Verdammt, es ist nicht hier. Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss zurück zu Kains Haus. Schnell. Jetzt sind wir aber schneller, wir sind ja nur ein Untergang in den Keller. Es liegt an dir, Kane. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Leia wird einen schrecklichen Tod sterben. All dieser Schmerz, all diese Zerstörung. Was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Meinem Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Onkel! Ups. Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Onkel, du darfst nicht sterben. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Oh, ganz wie ich vermutet habe, das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin. Deckard. Oh. Das ist der arme Kaleput. Tot. Naja. Wenn ich diese Macht nur kontrollieren könnte, hätte ich ihn retten können. Gebt euch nicht die Schuld. Magda ist diejenige, die für Kains Tod zahlen wird. Magda und Belial, ihr Meister. Das Tagebuch spricht von einem Engel, der aus den Himmeln stürzt, während der Schatten sich aus dem Abgrund erhebt. Der Fremde ist der Schlüssel zu all dem. Ich weiß nicht, ob er ein Engel oder ein Mensch ist, aber das Schwert wird sein Gedächtnis wiederherstellen. Als meine Macht mich überkam, konnte ich kurz Magdas Gedanken lesen. Sie ist in das Hochland geflüchtet. Ihr könnt es durch die Höhlen nördlich von Wertham erreichen. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass sie euch erwarten wird. Mag sie so viele Fallen stellen, wie sie will. Das wird sie nicht vor mir retten. So, was haben wir denn jetzt gekriegt? Gar nichts haben wir gekriegt. Das heißt, wir tun jetzt erstmal die Sache da in der Vollst entzaubern. Dann aufläumen. In die Kiste. Und zu unserem Freund, dem Erdbuttler. Hallo, Erdbuttler. Ich habe geschuftet wie ein Irrer. Jo, tschüss. So. Und dann würde ich sagen, das war es. Vorerst einmal, ich wünsche euch nochmal viel Spaß. Oder ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Let's Play bisher gehabt. Bis denn, es wird eine Weile dauern. Ciao, euer
Olli.